Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich freue mich total. Bin direkt spät am Abend von meinem Arbeitsplatz in diesen Teil des Raumes gesprungen und gehüpft, um dieses Video für euch zu drehen. Diesmal kein Masters of the Universe, aber etwas verdammt Cooles. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, und da ist das Intro auch schon wieder vorbei und ich darf dich und euch recht herzlich hier im Motu-Dad Wohnzimmer begrüßen zu einem besonderen Unboxing. Ein Unboxing, auf das ich mich schon super gefreut habe. Drei Sachen werden wir uns angucken. Eines davon habe ich mir doppelt gekauft und es geht um Fire and Ice. Ja, ich glaube, den Film brauche ich nicht groß zu erklären. Wir kennen ihn alle. Ich hoffe, wir lieben ihn auch alle. Ich persönlich finde die komplette Stimmung innerhalb dieses Films einfach großartig. Und vor vielen Wochen, wenn es nicht sogar schon Monate war, habe ich euch schon das Chiclet, welches ich mir vom Filmposter bestellt habe, gezeigt. Und das werde ich heute natürlich in diesem Video auch präsentieren. Plus das Gläserset limitiert auf, ich glaube, 300 Stück. Und die Figur, die allererste Figur. Aber bevor wir mit der Figur und den Gläsern loslegen, geht's los mit dem Chiclet. Das kam, wann kam es denn? Ich muss mal kurz gucken. 6. Oktober, so lange habe ich das schon. Ich habe da mal ein Bild bzw. ein Reel oder so gepostet. Da kam das an und ich muss jetzt mal gucken, wo es offen ist. Genau da habe ich es vorher aufgemacht. So kommt es an. Da ist das Chiclet drin. Und das schauen wir uns natürlich auch an heute Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Wahrscheinlich werdet ihr das nicht an, aber das könnte schon sein, dass ihr das an einem Abend schaut. So, da haben wir es aufgemacht. Und ja, es ist wunderschön. Ich lasse es in der Schutzfolie, so hoffe ich zumindest. Und hier sehen wir, nein, so, hier sehen wir das Chiclet. Ich glaube, ich muss es rausnehmen. Ich glaube, oder kriegen wir das hin? Ja, doch, wir kriegen es hin, wir kriegen es. Dann lasse ich es da drin. Hier ist das Chiclet vom Titelposter, vom Filmposter von Fire and Ice. Und Freunde, das sieht einfach wahnsinnig aus. Ihr seht die Struktur wie eine Leinwand auf diesem Kunstpapier. Es ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Ja, das habe ich jetzt schon seit Oktober hier bei mir. Wie gesagt, ich hatte damals ein Reel gepostet hier von den Frazetta Girls. Richtig, richtig klasse. Das wird noch schön gerahmt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Auf der Rückseite kann ich auch noch mal die Struktur anschauen. So ist dieses Papier, wo Chiclets drauf gedruckt werden. Da kommt tatsächlich nur noch das Originalgemälde dran. Hier übrigens, das hier, King of Castle Grayskull, ist auch ein Chiclet. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das wieder so richtig hinkriegen. Genau, dann packe ich das hier mal zur Seite. Das war das Erste. Das wollte ich euch einfach nochmal zeigen hier in diesem Video. Aber heute kam es an. Das Paket. Fragile steht da. Und ich hoffe, es ist auch alles heile, heile, heile angekommen. Und darin sollen wohl ganze Gläser sein. Ich hoffe. Das hört sich zumindest nicht so an, wie wenn irgendwas kaputt wäre, aber das werden wir gleich sehen. Und die Figur, nicht der Figur, die Figuren. Auf. Muss gucken, ob da ein Schnittschutz drin ist. Ich weiß es nicht. Deswegen, nein, natürlich nicht. Vorsichtig sein.
Ich bin so gespannt. Oh, es ist der Hammer. So, zweimal die Figur und hier. Hier ist das limitierte Print Glass Set. Oh, ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich weiß nicht, wie es aussieht, nur hier vorne. Schaut euch das an. Hier ist die Box. Das ist ganz schön schwer. Da sind auch Gläser drin. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Fire and Ice Print Glass Set. Ja, dann gucken wir mal hier einfach mal außen herum. Drehen wir es mal so rum. Ist das nicht schön? Oh mein Gott. Das ist ganz schön schwer. Und hier auf dem Boden Frazetta Girls und Bakshi Productions Incorporation. 2023 Frazetta Girls LLC and Bakshi Productions Incorporation. Ja, da dein kleinen Dacia. Aber jetzt mache ich es mal auf. Wir haben hier so eine Klappe. So, Magnete. Ich gucke mal nicht rein, ja? Und ich versuche es euch mal zu zeigen. Okay. Ich gucke doch rein. Also, als allererstes war hier nochmal so ein Einleger drin. Wow. Oh mein Gott. Ist das nicht schön? Schaut euch das an. Bitte macht Pause, wenn ihr es lesen wollt. Frank Frazetta, Nummer 280 von 300 habe ich bekommen. Wow. Wow. Ich lege das mal dahin. Oh, ich bin so happy. Ich muss jetzt doch reingucken, weil nicht, dass da noch was drin ist. Nein, es ist nichts mehr drin. Oh ja. Aber dann macht man das hier so auf. Und dann ist hier nochmal sowas, Limited Edition Collection. Und dann sind hier die Gläser drin mit Untersetzern. Ist das Keramik oder was ist das? Korkboden. Und hier dieser Untersetzer. Das ist irgendwie Keramik oder so. Absolut großartig. Die müssten alle gleich sein. Die haben hier so kleine Tütchen dabei, dass da nichts passieren kann. Also so kleine ich gucke mal, ob die alle gleich sind. Ja, sind alle gleich. Okay, dann können wir die drin lassen. So, und dann holen wir das erste Glas raus. Wow. Sind einseitig bedruckt, aber schaut's euch an. Wow, ist das schön. Oh mein Gott. Da hinten nicht. Ich bin voll happy. Ich bin voll happy. Ich muss immer diese Untersetzer hier rausmachen, damit die Gläser rausgehen. Auch hier wieder einseitig bedruckt, also nur auf einer Seite. Finde ich total cool. Machen wir mal so. Na, schaut euch das an. Boah, ich habe echt gezögert. Ich habe wirklich gezögert. Der ist falsch rum drin. Ich habe wirklich gezögert, das Set zu kaufen, weil es eigentlich recht teuer war. Das hat irgendwie $160 gekostet oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Jetzt, wo ich es habe, ja, jetzt bin ich froh, tatsächlich. Ja, hier ist das letzte Glas.
Das ist so schön, das ist so schön. Werde ich daraus trinken? Das ist eine gute Frage. Das ist Kunst, ne? Das ist richtige Kunst. Hammer, Hammer. Also jeder, der dieses, jeder, der so ein bisschen auf den Film steht und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Fanliebe für diesen Film hat, dem kann ich das nur empfehlen. Diese Box, die ist unglaublich dick. Schaut euch das mal an. Hammer. Und hier dieser schöne Einleger. Passt hier super rein. Ja, guckt mal. Hammer. Ich liebe es. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so freudig stimmt. Aber das ist so schön. Das ist so schön. Ich bin total, wirklich voll angetan von diesem Set. Ich kann euch nicht sagen, ob ich daraus mal trinke. Vielleicht mal so mal ein Glas oder irgendwie sowas. Aber was? Das weiß ich nicht. Vielleicht ein Tee oder so. Na, ich weiß es nicht. Also, das ist richtig, richtig gut. Wow, ich bin voll begeistert. Und jetzt kommen wir zu Dark Wolf. Dark Wolf habe ich mir zweimal geholt. Ja, einen will ich einfach aufheben, OVP, und einen möchte ich auspacken. Deswegen stelle ich den jetzt einfach mal da nach hinten. Oh, guck mal, das sieht cool aus. Und hier gucken wir uns mal an, wie das Ganze gemacht ist. Hier ist die Box. Die ist nochmal in so einem, in so einer Plastiktüte drin, was ich persönlich sehr gut finde. Das gibt immer nochmal so einen ganz, ganz leichten Schutz mit dabei. Und jetzt holen wir das mal aus. Wow. Hier auf der Front haben wir wieder das Poster im Prinzip. Wir schauen uns das auch nochmal an. Und da ist ein ganz schöner Effekt mit dabei, den seht ihr jetzt noch nicht. 1 to 12 Scale Action Figure. Wenn ich das hier so kippe, dann seht ihr das. Seht ihr das? Das könnt ihr alles ertasten. Völlig irre. Schaut euch das an. Im Lichte meines Scheinwerfers, hier oben auch, ne, das ist alles zu ertasten. Der Dark Wolf hier im Gesicht, überall. Wunderschön. Hier auf der Seite, da sind ganz viele Toucher drauf. Also die Verpackung ist relativ empfindlich, sind viele Toucher drauf, war aus der Fabrik halt. Hier seht ihr es, das ist irgendwie so ein Klebezeug, was da drauf ist. Nicht besonders schön, aber das kriegt man ja weggemacht. Ne? Hier die Seite, hier oben, wahnsinnig gut. Hier auf der Seite, schaut euch das an. Fire and Ice, Dark Wolf. Und das ist die Figur. Diese Figur werden wir gleich hier rausholen. Unglaublich. Unglaublich. Frazetta Icon Collectibles. Haben die das mit zusammen gemacht? Ja, hier könnt ihr mal ein bisschen. Ja, ist es eine Bio? Nee, keine Ahnung. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Bio. 32 Artikulationspunkte. Und die ganzen Sachen, die mit dabei sind, das seht ihr hier. Gucken wir uns alles an. FrazettaGirls.com habe ich bestellt. Könnt ihr vorbeigucken. Richtig, richtig cooler Shop. Richtig genial. Ja, wie wir es kennen, auf dem Boden natürlich immer ein paar Verbraucherhinweise. Und ihr seht es schon. Da ist was zum Aufklappen. Okay. Ah, das ist was, was mir nicht gefällt. Da ist Klettverschluss. Und guckt mal. Seht ihr den Klettverschluss? Guck mal, der zieht sich schon weg. Seht ihr das? Das ist nicht gut gelöst. Das ist Kacke. Guck mal. Das ist nicht gut. Nicht gut. Da hätte man einen kleinen Magnet reinmachen können. Die Box an sich ist eh schon relativ weich, aber die ist okay. Da gibt es gar nichts zu meckern. Boah, Hammer. So, hier, so sieht das Ganze aus. Sehr moderne Verpackung kennen wir. Den Klettverschluss finde ich ganz, ganz schlecht. Aber egal, man kann sich ja verbessern. Es ist die erste Figur, die sie bringen, ja. Hier steht er. Das ist wirklich auch die Figur. Ihr seht hier oben auch die Gelenke. Die sind super gut versteckt. Zumindest das, was ich auf den Bildern gesehen habe.
Richtig, richtig cool. So, macht euch gerne Pause, wenn ihr lesen wollt. Und hier steht die Figur drin. Ja, relativ dunkel, man kann relativ wenig erkennen. Hier unten sind die Pfeile, die Axt, der Bogen. Wir gucken uns den an. Dann müssen wir den da hinten aufschneiden. Normalerweise, kleiner Pro-Tipp, wenn ihr das unten aufschneidet, habt ihr kein Problem damit, wenn ihr euch das wieder zurück in die Box packt und das so hinstellt. Aber ich kann das nicht. Das kriegt irgendwie mein innerer Monk nicht. Ich muss das immer oben aufschneiden. Und dann habt ihr das Problem, dass der Flap meistens bei vielen Sachen nicht offen bleibt. Okay, hier haben wir. Oh, die sind sehr fest. Ich muss wieder die Hebeltechnik ansetzen. Ja, sehr gut. Das gefällt mir, dass das sehr fest ist. Richtig gut. Ja? Ja, da muss man echt extrem aufpassen, sonst reißt man sich den ein. So. Ah, schön hier innen lackiert von der Rückseite noch. Jetzt holen wir den mal kurz raus. Ach, da schau mal an. Gucke mal. Ja, cool. Jetzt kriege ich das wieder nicht auf. Das ist cool. Das ist cool. Kann man das rausnehmen? Ja. Ja, sehr cool. Das kann man rausnehmen und dann habt ihr hier so ein kleines Mini-Diorama, was ihr euch noch eventuell hinstellen könnt. Ich stehe da ja nicht so drauf, aber schaut euch das an. Ganz, ganz, ganz furchtbar toll, kann ich da nur sagen. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Wirklich richtig klasse. So, das stelle ich mal dahin. Oh, da ist er drin und auch sehr gut. Es ist noch mal ein anderer Blister oben drüber. Und da steht er drin. Ja, wir haben ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Eieiei. Gut, er hat, wie viele Hände sind dabei? Er hat zwei Hände am Körper, dann hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben weitere Hände nochmal dabei. Na dann. Fangen wir an. Kriegen wir das irgendwie so drauf? Ja, hier ist die eine Hand. Sehr cool mit den Adern hier gesculptet. Hier innen drin. Wow, sind das Details. Alter. Unglaublich. Wunderschön. Wunderschön gemacht. Mein Puh, das. Puh, ich bin überrascht. Das hier ist die Abzugshand für die Pfeile. Hier geht ein Pfeil durch. Ich weiß aber nicht, ob ich das noch mache heute Abend. Und durch diese zwei Finger könnt ihr einen Pfeil, da seht ihr es, da diesen Schlitz, da passt ein Pfeil durch. Alter, so. Da passt ein Pfeil durch. Und dann kann der so richtig den Bogen spannen. Puh. Moment. So, diese offene Hand, die haben wir auch für die andere Seite nochmal. Was ich sehr gut finde, ist, die sind, also nicht, dass man das jetzt verwechseln könnte, aber die sind auch noch gleich auf den richtigen Seiten. Also es ist halt offen, aber ne, hier, die sind direkt auf der richtigen Seite. So, dann haben wir Fäuste. Geschlossene Fäuste. Sind sehr klein, ne, also alles sehr klein. Das gleiche für die andere Hand. Was sind das für? Ah, Griffhände, okay. Griffhände haben wir auch noch. Also solche Griffhände. Also das Sculpting ist phänomenal gut. Phänomenal gut. Richtig klasse. Guck mal, Hammer. Wahnsinn. So, dann haben wir weitere Faceplates. Also ihr könnt ihm auch noch verschiedene Gesichtsausdrücke dahin zaubern. Ich bin voll happy. So, erstmal diesen hier. Ist alles sehr klein. Dann diesen hier.
Hammer. Dann kommen wir zu seinen Waffen. Wir haben drei Pfeile dabei. Die sind... Boah. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Ding drauf kriege. Also sowas Feines wie diese Pfeile. Wow, doch, schaut mal. Schaut mal. Oh. Guckt euch das an. Drei Stück. Unglaublich. Also die sind zu dünn. Ach du lieber Himmel. Das ist wirklich Wahnsinn. Haben die richtig gut gemacht. Sehr schön, so ein Klebeband oben drüber kannst du trotzdem rausziehen. Dann haben wir den Bogen. Das ist irre. Hört ihr das? Weiß ich nicht. Hier ist der Bogen mit Sehne. Ey, das ist absolute Wahnsinn. Ich bin gerade etwas beeindruckt. Dann haben wir seine Kampfaxt mit dabei. Schaut euch mal das an. Ziemlich spitz hier. Hier, oh ja, oh. Schaut euch mal das an. Das ist doch irre, sowas. Hier auch. Kommst du? Da. Der Griff, wie das modelliert ist. Das ganze Shading hier drin. Ah, schwierig. Dieses ganze Shading hier drin. Ja. Hier auch dieses Bodenteil. Ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Wow. So, und dann haben wir den Dark Wolf. Okay. Krass. Wow. Okay. Also Sculpting-mäßig eine Figur, puh, holy moly, da geht was. Extrem cool. Wir schauen uns den mal an, aber relativ locker. Wir schauen uns den an. Das ist die Figur erstmal so. Und ich finde, der sieht so schon großartig aus, wenn der einfach so dasteht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Farbe ein bisschen zu dunkel ist. Wenn ich hier hingucke, dann ist da mein Kontrollmonitor. Ich muss ja sehen, was ich mache. Ob die Farbe nicht ein Ticken zu dunkel geworden ist von der Haut. Aber das sieht wahnsinnig gut aus. Ja, hier hat er seine Maske auf. Die Augen sind einfach nur phänomenal. Phänomenal gut. Hier hat er seine Kette mit den ganzen einzelnen Knochenteilen, mit dem kleinen Schädel. Der Oberkörper ist hier einmal komplett oben auf einem Balljoint drauf. Ja, wir können ihn hier drehen, hier unten an der Hüfte nicht. Hoppla, ich bin fast aus dem Bild rausgerutscht. Sondern nur hier oben, das heißt also das untere Teil vom Bauch, das ist fest. Die Arme sind unglaublich überall diese Adern reingesculptet. Man sieht kaum Gelenke, ja, also auch, müssen wir mal kurz hier mal versuchen, das da mal so ein bisschen ins Licht. Wo sind die Gelenke? Ja, man sieht sie kaum, weil sie sehr gut gemacht sind hier. Da könnten sich mal diese Masterverse-Figuren was abschneiden. Das sind gute Gelenke. Ja, liebes Mattel. Das ist echt der Hammer. Das ist richtig der Hammer. Wir schauen uns mal die Armbewegung an. Also hier haben wir natürlich die Schulterbewegung drin, vor und zurück. Wir haben hier keinen Bizeps-Dreher drin, sondern nur hier in der Schulter ganz oben, wo wir so drehen können. Natürlich rauf und runter, vor und zurück. Dann haben wir hier den Ellbogen. Den können wir so anwinkeln. Und schaut euch das mal an. Freunde, das sind schöne Gelenke. Nicht so ein Masterverse-Blödsinn. Sorry, das sind keine schönen Gelenke. Und hier, das können wir noch so machen. Und hier können wir auch noch das Arm, das knicken. So, das ist richtig gut. Dann haben wir den Kopf. Der Kopf kann sich hier natürlich auch ein bisschen bewegen.
Vor und zurück ist natürlich hier ein bisschen limitiert durch die Maske. Ne? Aber ganz ehrlich, ne? Hier oben, wie gesagt, habe ich schon gesagt, vor und zurück, einmal auf den Ball, das war's. Die Beine gehen in den Spagat. Richtig klasse, sind sehr locker. Das muss man schon dazu sagen hier. Das ist alles relativ locker. Das wackelt alles hier so ein bisschen rum. Ne? Also hier seht ihr das so rum. Da ist nichts besonders fest. Schade, ja, die kann man hier oben, können wir drehen, vor und zurück natürlich auch. Ist ein bisschen limitierter durch die Hosen. Und dann haben wir Knie, einfache Knie, danke, bitte, danke, danke, ganz ehrlich, danke. Diese dämlichen Doppelgelenke sind für mich die absolute Hölle. Ja, so, von der Seite sieht das so aus. Da, natürlich haben wir jetzt hier auch wieder das Ding. Natürlich sieht das nicht schön aus, wenn hier das Knie aufgespalten ist. Aber es sieht immer noch besser aus, wie wenn dir jetzt da so ein dickes Knie hängen hätte, wie mit diesen unsäglich hässlichen Doppelgelenken. Und nein, liebe Toy-Fotografen, es ist nicht schöner auf einem Bild. Also, sorry. Und hier haben wir ein Fußgelenk und wir haben so einen, keine Ahnung, ja, da könnt ihr ordentlich ihm das Sprunggelenk brechen. Ja, richtig klasse. Also eine wirklich richtig, richtig tolle Figur. So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir hier das mit dem Faceplates machen. Ich möchte mir nichts kaputt machen. So, die Kette könnt ihr auch ausziehen. Zeige ich euch auch nochmal hier. So, da ist nochmal die Kette. Moment. So, sehr schön gemacht. Auch von hinten sieht die schön aus. Ich lege die mir hier zur Seite. Und dann könnt ihr hier unten das Faceplate hier rausziehen oder rücken, rütteln. So, genau. So, dann ist das hier so weg. Und dann holen wir uns mal. Oh Gott. Ja, das ist halt alles. Dieses Blisterteil, wo die ganzen Einzelteile drin sind, das ist natürlich schon sehr wackelig, sehr, ich will nicht sagen billig, aber sehr einfach halt, ne? Das ist so. So, hier seht ihr, wie die Faceplates da drin stecken. Da drin müsst ihr es reindrücken. Schauen, dass ihr die, ne? So. Und dann sieht es so aus. Kann ich auch mal drauf machen. Ich lasse jetzt mal die Kette unten. Das ist Wahnsinn. Ja, der Ball. Vom Kopf, der ist schon ordentlich gut, stabil. Ich glaube, wenn ihr den ein paar Mal wechselt, wenn ihr es ausprobieren wollt und ihn dann so hinstellen wollt, der hält auf alle Fälle ein bisschen. Die Maske hat so ganz leichte Zähne nach unten, da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr da nicht hängen bleibt, ne? Hier. Diese Zähnchen da unten. Das wäre schade, wenn man sich die zerdrückt, weil man es eilig hat. Ich glaube, das ist es nicht. Oder ist das meins? Ah, doch, sieht schon cool aus. Sieht schon cool aus. Wobei ich ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, so diese coole erste, allererste Ausrichtung, hoppala. Es ist schon, man muss aufpassen. Es ist eine kleine Figur, 1 zu 12, ist jetzt nicht riesig. Und wenn ihr so viele Kleinteile habt, ne, ich kriege natürlich direkt das Licht von vorne. Ich habe hier zwei Strahler stehen. Ist ja alles dunkel draußen. Und so. Ich mache jetzt den nochmal drauf, aber mit der Kette. Das möchte ich dann schon. Ich lasse jetzt den Kopf einfach mal drauf. Großartig, das mit der Kette. Das sieht wahnsinnig gut aus. Ah. Also ihr müsst ein bisschen tun und machen und bis das alles so passt. Aber Hammer.
Ja, da passt es wieder nicht. Also ihr verschiebt euch tatsächlich diese Kette ganz, ganz schnell beim Draufsetzen und durch das, dass der Kopf dann so sitzt, jetzt passt es, dann kriegt ihr die nicht mehr recht zurechtgeschoben, weil die wird dann da hinten festgehalten. Und es wäre ein Jammer, wenn ihr euch diese Kette zerdrückt. Das finde ich ein bisschen schade, dass das hier so locker ist. Und hier ist es fest, das ist okay. Die Figuren haben immer was, ne? Also es ist egal, ob ihr so eine Figur, wobei die kosten 70 Euro, ne? Ob ihr so eine Figur habt oder ob ihr eine Mondo-Figur habt, wobei die Mondos haben das jetzt eher nicht mehr, aber am Anfang war das auch schon so, dass wir ein paar lockere Sachen haben. Hier Hordak zum Beispiel ist relativ locker an einigen Stellen. Und ja, schaut euch den an. Tatsächlich gefällt mir dieser etwas neutrale Gesichtsausdruck einfach sehr gut. Schaut euch einfach nochmal diese Details an, die da drin sind. Ach, jetzt müssen wir den ja auch ein bisschen aufbauen, ne? Habe ich gehört. Das macht man so bei solchen Unboxings. Okay, ich mach's erstmal. Ich fange erstmal tatsächlich leicht an. Ich gebe ihm mal die Axt in die Hand, ne? So sehen übrigens die Packs aus. Bisschen verhutzelt hier, ne? Da ist nicht richtig sauber. Einfach vorsichtig sein. Einfach vorsichtig sein. Dann passiert da in der Regel auch nichts. Falsch. So. Ist halt alles auch schon lange unterwegs gewesen bei den Temperaturen. Das tut schon so ein bisschen weh im Herzen, oder? Das so hört. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ah, super Hände. Mein Gott. Kriegt ihr hier einfach, guckt mal, einfach schön aufgebogen. Das lobe ich mir. Richtig klasse. Ja, es muss sich halt nur wieder zurückbiegen, sonst habt ihr das Problem. Aber es ist, hallo, es ist die erste Figur, ja, die erste Figur, die sie machen. Und jetzt schauen wir mal, was er denn da so kann. Kann er, kriegt er das zusammen? Ja, also die Waffen sind, also das bricht euch, wette ich mit euch, relativ schnell ab. Wenn ihr da einmal zu viel drückt, dann ist das Ding ab. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, aber das ist schon ziemlich cool, wenn ich da jetzt noch. Ah ja, guck mal. So. Also ihr müsst wirklich vorsichtig sein, sonst das biegt sich alles. Die sind verschiedene Materialien von den Waffen und das biegt sich alles wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell dahin. Hammer. Ich finde, ganz ehrlich, Freunde, ganz ehrlich, das ist so cool. Das ist so cool. Boah. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach völlig hin und weg. Ich muss das wirklich sagen. Das macht mich total wahnsinnig. Das ist unglaublich. So, jetzt machen wir mal den. Was machen wir jetzt? Den Bogen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Boah. So, wo ist denn die Bogenhand? Da. Ich habe gesehen, dass man das wohl erst da reinmachen sollte, den Pfeil. Also hier durch. Das soll wohl funktionieren. Da habe ich ja schon so ein bisschen Respekt, ne? So. Völlig irre. Kriegen wir das irgendwie? So, schaut euch das an.
Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt gleich funktioniert. Aber jetzt machen wir den mal da dran, ganz vorsichtig. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Ich bin so aufgeregt. Es ist halt auch die erste Figur, die sie rausbringen. Das heißt, wir haben alle überhaupt gar keine Ahnung, funktioniert das so? Ist das alles so stabil? Wie fest darf ich drücken? Das kann ich aber doch nicht wirklich spannen hier. Ah, okay. Langsam kommen wir der Sache nahe. Normalerweise ist sowas geschickter, wenn ihr sowas am Tisch macht. Wenn ihr da, also, und nicht so wie ich, Freihand. Freunde, das ist ultra cool. Soll ich den jetzt noch ein bisschen weiter runternehmen und das jetzt noch ein bisschen ausrichte? Schau dich, das ist unglaublich. Yeah! Freunde, guckt euch das an, das ist der Hammer. Aber ich mache das jetzt wieder weg, weil ich will da jetzt noch nicht so viel Spannung drauf geben. Aber ihr seht, es geht. Es geht. Da ist der tolle Bogen. So, jetzt muss ich nur das da wieder rauskriegen. Passt mir bloß auf. Boah. Ich mache erstmal den hier wieder raus. Schauen wir mal. So. Boah, das ist ganz schön spitz. Echt, das könnt ihr euch ja so schnell abreißen hier. Du kannst da auch nicht oben drauf drücken, ne? Dann steckt dir der Pfeil wirklich drin. Der ist so spitz. Dann habt ihr echtes Blut. Hammer. Er ist ganz und gerade geblieben. Boah, aber das ist eine schwere Geburt, sage ich euch. Also das ist wieder so etwas. Nichts für Anfänger. Also wenn du so eine stabile Mondo-Figur nicht zum Stehen kriegst, dann lass die Finger von der. Sag ich dir ganz ehrlich, das ist eine krasse Nummer, aber super. So, er kriegt jetzt von mir einfach nochmal seine Axt, damit ihr noch ein bisschen was zu gucken habt. Oh. Richtig cool. Richtig cool. Ist noch nicht ganz perfekt, ja, ist aber die erste Figur. Aber da gibt es gar nichts zu mäkeln. 70 € umgerechnet plus Versand.
plus Zoll, plus allem drum und dran. Ich habe keine Ahnung, was am Ende des Tages so eine Figur kostet. Aber wisst ihr, von was ich eine Ahnung habe? Von dem, ob man sich diese Figur kaufen sollte. Und ganz ehrlich, definitiv. Also eine absolute Kaufempfehlung. Ihr bekommt einen grandiosen Dark Wolf. Und selbst wenn ihr mit diesem Film nichts anfangen könnt, was ich mir ehrlich gesagt bei Männern, jungen Männern in unserem Alter gar nicht vorstellen kann, ist es definitiv so, dass das eine grandiose Actionfigur ist, wenn ihr auf Actionfiguren steht. Wahnsinn. Mit dabei habt ihr natürlich in der Verpackung nochmal ein kleines, ja, Diorama-Teil, wo ihr das Ganze auch so hinstellen könnt. Und das sieht doch mal cool aus. Also bastelt euch doch da was Schönes, ja? Sieht wirklich, wirklich richtig, richtig klasse aus. Das ist also das Teil, was nochmal in der Verpackung mit dabei ist. Und auch die Verpackung ist einfach grandios geworden. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr die Figur nicht habt, dann bestellt sie euch. $70, ich weiß nicht, was der Versand kostet, ja. Sie ist wirklich super gemacht. Ihr seht ihn hier mit seiner Streitaxt, ja. Ihr seht hier die ganzen Details, die hier drin sind. Die Farbgebung ist großartig. Die Goldparts sind einfach phänomenal gut, ja. Die Gelenke sind unglaublich gut gemacht, ja. Wir haben hier wahrscheinlich mit einer der besten Figuren in der Größe, was die Gelenke angeht, ja, dass man die nicht sieht, das ist phänomenal. Zum Glück haben wir keine hässlichen Doppelgelenke. Die Modellierungen sind einfach fantastisch gut gelungen. Hier sieht man mal wieder ein bisschen was durch von der Technik, sage ich jetzt mal da. Aber hey, das ist die erste Figur und dafür ist es wirklich ein absolutes Meisterwerk. Ich kann euch nur sagen, diese Figur ist wirklich grandios geworden und für mich hat sich der Kauf dieser beiden Figuren, oder das ist ja nur eine, aber dieser Figur definitiv gelohnt, weil schaut euch, ich brauche eigentlich nichts dazu zu sagen, oder? Ja, meine Lieben, das war mein Fire and Ice Battle mit dem großartigen Class Set, ja, dem fantastischen Chiclet, was ich jetzt nicht mehr raushole, und natürlich dem unglaublichen Dark Wolf. In diesem Sinne kann ich einfach nur sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, es war mir wirklich eine ganz, ganz, ganz große Freude und Ehre, dass ihr hier bei diesem Special-Video von diesen tollen Collectibles mit am Start wart. Und von daher kann ich nur sagen, schön, dass ihr auch mit dabei wart. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie mir unten in die Kommentare. Gebt mir, dem Video, diesen ganzen tollen Sachen und vor allem Dark Wolf einen dicken, fetten Daumen nach oben. Ihr wisst ja, sonst kommt er hier mit seinem Pfeil und Bogen und jagt euch. Und das geht meistens, wenn ihr den Film gesehen habt, nicht besonders gut aus. Von daher bedanke ich mich, dass ihr da wart. Bleibt gesund, meine Lieben, und vor allem bleibt anständig. Ich bin der Tobi, euer Fire and Ice Dad heute Abend. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's. Gute Reise und bis bald.